Ich bin Inga, Ende 20. Viele in meinem Alter wissen nicht wirklich, wo ihr Leben eigentlich hingehen soll. Und ganz ehrlich, das geht mir auch nicht anders. Aber jetzt sage ich, einfach mal ausprobieren. Testen. Ich bin Single und auch meine zurückliegenden Beziehungen haben Fragezeichen hinterlassen. Wie ticken Männer, beziehungsweise was wollen die, wenn ich das genauer wüsste? Diese Woche will ich versuchen, diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Aber das hier ist gerade mein persönlicher Albtraum. Ich zuck nur an mir rum, dabei kann ich mich gar nicht bewegen so richtig. Mir ist schon klar, dass es auf der Welt nicht die Männer und die Frauen gibt und es somit auch nicht die eine Antwort geben wird. Aber ich bin seit über einem Jahr alleine und frage mich seit, über einem Jahr, was könnten Männer überhaupt von mir wollen? Die langen blonden Haare? Den Kumpel in mir? Was wollen Männer von uns Frauen? Gutes Aussehen? Die besonderen inneren Werte? Oder jemand, der sie einfach nur versteht? Männlich 38, charmant und bindungswillig, sucht wunderschöne, hingebungsvolle, beziehungsgestörte Frau für Sommeraffäre. Wie kann ich dich dafür begeistern? Wer verzichtet schon gern auf Nähe, Erotik und auch eine gewisse Vertrautheit? Suche sinnliche Sie für eben dies. Sagt der 50-jährige Akademiker. Aha. Es ist jetzt nicht so, dass ich so gar keinen Plan habe, ne? Also ich habe ja schon auch die ein oder andere Beziehung geführt. Aber wenn man sich das hier so anguckt, diese ganzen Kleinanzeigen, stelle ich nur wieder fest, dass ich natürlich niemanden in eine Schublade stecken will und dass Männer genauso facettenreich sind wie wir Frauen. Und wir alle so individuell sind wie unser Fingerabdruck. Aber es muss doch diese eine Sache geben, diesen einen Kern, der die Männer von uns Frauen unterscheidet. Was ich aber weiß, Aussehen, Kommunikation und innere Werte sind ihnen total wichtig, oder? Letzter Ausweg Internet, ne? Mal gucken, was das World Wide Web dazu sagt. Ich gebe einfach mal was Männer wollen ein. Und ratet mal, was die ersten Ergebnisse sind. Intimschmuck. Unkomplizierter Sex. Wieder Sexspielzeug. Laut dem Internet gibt es aber neben Dildo und Co. auch noch eine Frau, die sich als Männerflüsterin schimpft. Ich kannte bisher nur den Pferdeflüster, aber vielleicht gibt es da ja irgendwelche Parallelen. Ich möchte diese Woche herausfinden, was Männer wollen. Was ich dafür mache, um eine Antwort zu bekommen, ich formuliere es mal kurz, knapp, männlich. Ich werde diese Männerflüsterin treffen. Ich werde Menschen treffen, die sich damit beruflich auseinandersetzen, nämlich Menschen, die für Männermagazine arbeiten. Und ich glaube, ich gucke mir das lebende Objekt auch mal in seiner natürlichen Umgebung an. Heute bin ich in Brandenburg gelandet. Hier steht mitten in der Pampa eine riesige, künstlich angelegte, exotische Welt. Vom Strand über Palmen bis hin zu den tropischen Temperaturen, alles dabei. Es geht immer noch darum, was Männer wollen. Man möchte das gar nicht meinen, ne? Vor dieser Kulisse, wo jemand einfach einem Walzendach über den Kopf gesetzt hat. Hier soll aber heute ein Shooting stattfinden für ein, Achtung, Männermagazin. Und ey, wenn die nicht wissen, was Männer wollen, dann weiß ich es auch nicht. Ich spiele da heute mal Mäuschen und stelle mir heute mal wieder die Frage, unschuldig, offene Lippen, sexy, was wollt ihr? Guten Morgen. Hey. Darf ich immer stören? Ja, auf jeden Fall. Inga, hallo. Svensson, moin. Das Model ist gerade noch im Styling-Bereich, kriegt so ein neues Outfit an. Mhm. Und wenn ihr gleich rauskommt, dann wird mein Assistent Philipp ersetzt durch unser Modell.
Okay, und wieso hast du dir jetzt den Platz hier ausgesucht? Ich fand das ganz schön, weil man sich da so verschiedene Posings ausdenken kann. Man sitzt halt auf so einer Motorhaube, ist ja auch ein Klassiker in dieser ganzen sexy Fotografie. Was ist denn sexy? Für mich hat Sex immer sehr viel mit schönen Beinen zu tun. Und dann suchst du natürlich immer nach Posen, wo du halt das eine Bein möglichst schön lang machen kannst, das andere vielleicht so ein bisschen anwinkeln. Und natürlich haben sich so manche Sachen so verfestigt, wo du einfach weißt, das funktioniert in einem Bild und das funktioniert nicht. Und das wendet man natürlich dann an. Es ist schon, mein persönlicher Geschmack ist schon anders. Also ich habe auch ganz oft, dass ich Magazine durchblätter mit sexy Strecken, die mich persönlich aber nicht ansprechen. In diesem Fall waren wir ein bisschen freier, weil es eine redaktionelle Strecke ist für so ein Magazin. Da hat dann einfach der Stylist, der ist irgendwie 2 Tage durch die Stadt gewandert, hat Outfits ausgesucht, kannte ja das Modell, wie es aussieht und hat dementsprechend Outfits mitgebracht, von denen wiederum der Stylist denkt, dass das sexy ist. Dass Männer finden, dass das sexy ist. Ja, wobei man auch bedenken muss, dass viele Stylisten natürlich auch homosexuell sind, was ganz gut funktioniert, erstaunlicherweise. Ich mag einfach sehr natürliche Mädchen halt gar nicht eigentlich so gepostet, gar nicht wahnsinnig aufgestylt, sondern einfach natürlicher Sexappeal. Das spricht mich persönlich viel mehr an. Meinst du nicht, dass es vielen Männern so geht und dass man eigentlich an den Männern vorbei fotografiert? Mein Reden seit Jahren, aber auf mich hört ja keiner. Wir disponieren so ein bisschen um und machen das Automotiv danach, das falsche Outfit dafür an. Na, die hat schon einen krassen Körper. Sag mal, Svensson, wäre das möglich, dass ich das einfach mal probiere? Klar. Also nicht das, sondern das. Ja, können wir gerne machen. Ja? Ja. Oha. Ich hoffe nur, dass es da drin auch gleich ein Outfit gibt, in das ich reinpasse. Da sind sowas. Und? Ich halte es mal. Ja. Das wäre ja so hier, würde das so anfangen, genau. Ne? Und hier wird das so aufhören. Und kurz, genau. So. Okay. Sowas? Mhm. Abend. Schönes Gesicht. Danke. Weißt du dich? Ich, das ist, glaube ich, eher so eine Hysterie. Grinsend. Wenn es für ein Männermagazin ist, ist es wichtiger, dass ich die ganz dunklen Smoky Eyes habe oder hier lieber so zart und dafür diesen knallroten Erdbeermund? Also früher war es immer so, dass man eigentlich beides gemacht hat, dass man wirklich dunkle Augen gemacht hat und auch noch einen knalligen Mund. Jetzt ist es aber mittlerweile eigentlich so, dass man mehr über den Mund geht. Lippenstift, Wimperntusche, also bis hierhin ist ja noch alles okay, aber da wartet ja noch der grüne Albtraum in XS. So gehe ich jetzt durch den Park hier, ne? Die sind alle so süß. Aber das hier ist gerade mein persönlicher Albtraum. Ich zuck nur an mir rum, dabei kann ich mich gar nicht bewegen so richtig. Lieber irgendwie so ein bisschen over the top, cheesy nebendran, als too normal. Steht sie schon mal. Okay. Philipp, die Bank einmal raus. Ja, das ist doch nett. Da sieht alles gut aus. Genau, guck mal direkt zu mir so. Ja, toll, super. Ja, man postet irgendwie und genau da ist meistens die besten Bilder dabei. Es ist einfach so ein Bruchteil eines Moments und da fließt Energie und mehr wollen wir gar nicht einfangen. Weil es fließt Energie, es fließt Wasser von meinem Gesicht. Rock'n'Roll. Oh, scheiße. Nice. Nice. Yes, yes. Das macht so ein bisschen krumme Haltung. Airbag nochmal. Yes, glamorous. This, oh, nice. Ah, fantastisch. Den Arm mal so hängen mit dem, yes, sowas ist besser. Nice. Jetzt kommt Woody Allen durchs Bild. Nee, war ja gar nicht, aber letztes Mal. Hier? Yes, ja. Here we are. Ja, genau, guck mal richtig gen Himmel. Yes, great. A little bit more face. Guck zu viel unter das Kinn. Ja, das ist es. Power, Action und we are done. Ich bin komplett nass. Thanks very much. Done. Ich habe noch nie in meinem Leben so schwitzig. Ich hab nach 2 Stunden Joggen sehe ich ja nicht so aus. Ich hatte so Angst. Guck dir das an. Das läuft einfach. Das ist furchtbar. Das ist nämlich Angstschweiß. Das würde im Duden unter Angstschweiß stehen. So, ich bin jetzt raus.
keiner ist ja zu 100% cool mit seinem Körper, deswegen war das Fotoshooting eine riesen Überwindung. Aber ich habe es gemacht und bin stolz auf mich. Ich treffe mich jetzt nochmal mit dem Fotografen von dem Männermagazin-Shooting. Bilder müssen retuschiert werden. Ich bin gespannt, was noch übrig bleibt. So. Na, Svensson? Na? Geht's dir gut? Ja, ich bin, ich sehe schon was. Ja, ich bin ein bisschen gespannt auf das, was dabei rausgekommen ist. Macht doch nichts. Vor allem, was du jetzt daraus machst. Was ich mir einfach wünschen würde, das ist, dass mit dem ganzen Retouching, mit der Nachbearbeitung so umgegangen wird, wie man eigentlich auch mit Mode umgehen müsste. Nämlich, dass man sich nicht völlig verkleidet und jemand anders darstellt, sondern dass es die Sachen, die eh schon da sind und die gut sind, dass du die einfach ein bisschen mehr rausbringst, aber halt nicht einen völlig anderen Menschen draus machst. Das ist meiner Meinung nach völlig daneben. Das ist gut, weil das würde ja bedeuten, dass ich mich gleich auf dem Foto auch noch wieder erkenne. Es ist noch enger. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, wir können ja mal drauf gucken. Ja. Du lachst, oh, du lachst da drauf. Man würde hier beispielsweise, ich weiß nicht, ob man es jetzt gut sehen kann, aber hier solche Sachen wie das hier, das würde man wegnehmen. Alles, was halt zu stark glänzt, was halt ablenkt, was das Auge ablenkt vom eigentlichen Bild, das mache ich auch gerne weg. Ich würde die Zähne leicht nachweißen, weil die auf dem Foto immer so ein bisschen gelblich rüberkommen. Hui. Man kann halt so übertrieben für die Kamera mal dargestellt, damit man überhaupt was sieht. Hier ist es auch so weiß machen. So. Will natürlich so keiner. Sieht aus wie Dracula. Ist das denn, also aus Fotografensicht jetzt, weil du bist ja der Experte, ist das denn ein Foto, wo du sagen würdest, das wollen Männer sehen? Das, was ich ausgesucht habe jetzt hier. Und also ich finde es schön. Ich habe auch im Laufe meines Lebens einige Leute getroffen, die ähnlich denken wie ich. Allerdings besuche ich auch keine Männerstammtische und ich habe auch noch nie in Berlin-Neukölln gewohnt. Von deswegen kann ich echt nicht für alle sprechen. Aber ich mag's. Und was, also wenn du jetzt sagst, du magst, was gefällt dir daran? Also in dem Fall mag ich deine wallende blonde Mähne, stehe ich total drauf, muss ich sagen. Okay. Dein Lächeln, dein Lachen darauf finde ich unheimlich entzückend. Dann finde ich deinen Hintern super. Und ich würde mal sagen, irgendwie so, ich würde mich da jetzt auch auf den Buddha schwingen und dir so die linke Hand aufs Hinterteil legen wollen. So. Okay. Toll, danke schön. Vielen Dank. Also zumindest was die Optik anbelangt, bin ich einen Schritt weiter, wenn es darum geht, was Männer wollen. Gerade der Körperteil, der mich am meisten stört, mein allerwertester, ist anscheinend der Svensson zum Beispiel, sehr gut gefällt. Aber Aussehen ist ja nicht alles. Was ist mit dem Charakter? Mein lieber Freund Hansen will mir heute dabei helfen, das rauszufinden. Der kommt jetzt gleich vorbei. Ich muss einfach mal mit einem männlichen Freund darüber sprechen, was die Jungs eigentlich wollen. Hallo. Inga, na? Schönen guten Tag. Kommen Sie rein. Grüß dich. Na? Geht's dir gut? Ja, mir geht es gut, eigentlich. Ja, das ist ja eine der wichtigsten Wochen, weil ich ja versuche herauszufinden, was ihr wollt, was Männer wollen. Viel Erfolg. Danke. Und bisher war es so, war alles noch sehr, sehr an der Oberfläche, also nicht oberflächlich, sondern einfach, es ging die ganze Zeit um die Optik. Was ja eigentlich noch viel wichtiger ist, ist, was bei euch hier passiert und da passiert, was ihr eigentlich wollt. Und das ist für mich immer noch ein Rätsel. Das, glaube ich, wird es auch immer bleiben, ohne dir jetzt irgendwelche Hoffnungen nehmen zu wollen. Aber es ist schon echt eine schwierige Frage. Und bei dir selber? Ja, bei mir selbst. Es ist schwer zu sagen, aber sie sollte, wenn man es runterbricht, der heiße Kumpeltyp sein. Jemand, mit dem man Spaß haben kann, wo man aber auch weiß, der Person kann ich vertrauen, die ist für mich da. Aber sie muss mich natürlich ansprechen. Natürlich nicht nur äußerlich, sondern auch mit inneren Werten, wie es so schön heißt. Aber das Problem ist, du sagst mir jetzt, wie es dir geht. Ja, aber, klar. Ja, eigentlich müssen wir uns viel, viel mehr Meinungen einholen. Lass doch machen. Lass uns mal so einen kleinen Fragebogen, wirklich was kurz Prägnantes, zusammenschreiben. Und dann, rausgehen. Und dann gehen wir raus in die Fußgängerzone und quatschen ein paar Leute an. Kurz und prägnant. Definitiv. Und zum Ankreuzen. Unbedingt zum Ankreuzen. Okay. Es geht um Männer. Tut mir leid, wenn ich das selbst sagen muss, aber so ist es. Okay. Also, fünf Fragen. Zwei typische Charakteristika für die Traumfrau. Okay, stimmt. Ja? Das ist gut. Ich finde natürlich auch,
es wird was typisch Männliches, aber ich denke, darauf kommt es auch irgendwie an, zu fragen, was ihnen wichtig ist, ob Schönheit, Intelligenz oder auch Humor. Lieber erobern oder von Frauen erobert werden, vielleicht sowas in die Richtung. Das ist gut, nimm das mal. Ja. Ja. Ich denke, da gibt es interessante Unterschiede. Kommunikation sollten wir vielleicht noch reinnehmen, ne? Und Sex ist auch kein unwesentlicher Teil, wenn wir mal ehrlich sind. Ich finde es auch wichtig zu fragen, ob die Frau ähnlichen Bildungsstatus hat. Also meinst du sowas wie, dass, ob es okay ist, mit einer Frau zu sein, die erfolgreicher ist, ob man damit klarkommt? Definitiv. Ich glaube, wir haben es, oder? Ja, ich finde es gut. Dann drücke ich mal auf Drucken. Ja. So, ich glaube, wir sind angekommen. Ich lasse sie jetzt alleine. Ach so, schön. Ja, also, du Männer ansprechen, ist echt ein Frauending. Mach das mal. Ich sitze da drin, trinke einen Kaffee, warte auf dich. Okay. Und du kommst danach, wir werden das zusammen aus. Ich hole dich dann da ab, ne? Pass auf dich auf. Danke, bleib wie du bist. Tschüss. Ich habe eine ganz wichtige Frage. Ich möchte nämlich eine Antwort darauf haben, was Männer wollen. Wird dir da ein Satz einfallen? Was wollen Männer? Ich glaube, Männer wollen heutzutage auch gleichberechtigt werden. Zwei charakteristische Adjektive. Welche fallen Ihnen da ein? Ja, gebildet sein. Mhm. Bildung ist wichtig. Und Toleranz. Okay. Wie wichtig ist Ihnen Reden auf einer Skala von 1 bis 10? Überhaupt nicht wichtig oder sehr wichtig? Sehr wichtig. Lieber oder wären Sie gerne mit einer Frau zusammen, die erfolgreicher ist, als Sie es sind? Ist egal. Ist egal? Ist egal. Und selbst wenn es Situationen gibt, wo sie im Restaurant öfter die Rechnung bezahlt, kein Männlichkeitsverlust dadurch? Ist egal, bin ich völlig tiefenentspannt. Sagen Sie mir das Geheimrezept für eine gute Ehe. Wie bleibt man denn 49 Jahre zusammen? Sie dürfen gerne dazukommen, sind so offen. Wissen Sie, das ist ja so. Ärger gibt es überall mal. Wovon muss ich aussprechen? Was steht für Sie an allererster Stelle? Humor. Ja, die Männer von heute, ne? Ich schüttel nur mit dem Kopf. Drei Sachen. Eine schöne Frau, eine intelligente Frau oder eine lustige, also humorvolle Frau. Sollen wir ja alles sein, aber was ist das Allerwichtigste von diesen lustig. Drei Dingen? Lustig. Okay. Auf jeden Fall lustig. Okay. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist Reden? Oh, das ist eine 9. Also wenn 10 ein gut ist, sehr gut, das ist eine 9. Mhm. Also manchmal muss man auch mal den Mund halten, ne? Das ist die Liebe. Okay. Das ist schön, dass wir heute, also ich zumindest schon mit vielen Männern gesprochen habe und das Wort Liebe fällt jetzt gerade zum ersten Mal. Wenn ich Ihnen Schönheit, Intelligenz und Humor nenne, welches ist das Allerwichtigste für Sie? Was steht ganz oben? Humor. Da geht's Ihnen wie den meisten anderen Männern. Wo würden Sie Reden einstufen? 10. Okay. Und Sex? 9. Okay. Ich würde gerne wissen, was du als Mann von einer Frau willst. Was? Dass sie ein bisschen was im Kopf hat. Mhm. Und dass sie mir treu ist. Das okay. Und einen schönen Tag. Euch auch noch viel Erfolg. Danke. Tschüss. Gute Männer, finde ich. Ehrliche Männer. Ich weiß gar nicht, ob Frauen so ehrlich antworten würden auf der Straße. Schön, finde ich das. Hast du geschafft? Ja. Sehr gut. Ich habe es geschafft. Ja, dann machen wir es mal ran. Nimm ja, Platz. Du darfst gespannt sein. Ich bin's, komm. Magst du reinrutschen? Oh yeah. Weißt du was? Ich nehme jetzt einfach einen leeren mal und wir zählen jetzt zusammen. Jawohl. Also, so, wir Humor haben hier einmal. Humoristischen Typ nochmal. Aber auch hier wieder der Humor. Ja. Reden und Sex. Gleich reden, wichtig. Wieder wichtig, wichtig, wichtig. Wieder reden, reden, reden. Reden Sex, Sex, als Sex. Miteinander schlafen. Und wieder reden, reden. Wieder reden, 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 reden. Wieder Humor. Humor und Reden. Reden aber nicht nach dem Sex. Das finde ich super. Sehr gut. Aber guck mal hier, das finde ich ganz spannend, weil, wo haben wir ihn? 41, treu und zuverlässig,
26 Jahre, treu und ehrlich. Ne? Runtergebrochen ist es wirklich altmodisch und es hat sich nicht viel verändert über die letzten Jahre. Ob jetzt in dem alten Woody Allen-Film oder heutzutage ist alles gleich. Wir wollen doch einfach nur eine entspannte, treue Freundin, die womöglich auch noch hübsch ist und Humor hat. Also es und euch am Ende des Tages auch mal in den Arm nimmt. Auch in den Arm nimmt, genau. Man muss die Option haben, sich unterhalten zu können und auch die Lust dazu. Müsste man als Frau nur noch wissen, wie man am besten mit euch spricht, ne? Das ist nicht so leicht, aber es muss halt rausfinden. Eigentlich wollen Männer und Inga die gleichen Dinge. Das müsste ich nur noch rausfinden, wenn es ums Reden geht, wie ich denn richtig mit ihnen rede. Das wird ja wahrscheinlich einfach nur über das ABC noch hinausgehen. Aber das wird die nächste Station. Nachdem ich die Männer nun ganz direkt gefragt habe, weiß ich, dass sie gerne reden. Jetzt muss mein Reden und deren Reden nur noch zusammenpassen. Ich rede nämlich sehr gerne. Manche sagen, ich rede die Männer an die Wand. Ob das so ist oder nicht, das wird mir hoffentlich Nicole Stange, die Männerflüsterin aus Berlin, erzählen. Ich bin heute Teilnehmerin im Frau Stanges Seminar How to Talk to Men. Ich kann mir ehrlich gesagt noch gar nicht richtig vorstellen, was ich da lernen soll. Angeblich sind wir nur Frauen und eine Frau zeigt uns, wie Frauen mit Frauen so reden, als würden sie mit Männern reden. Ein bisschen skurril, weil ich nicht, also wenn ich wissen will, wie Männer ticken, muss ich auch einen Mann dabei haben. Aber wir sind heute nur Ladies unter uns. Man hört euch bis draußen. Ich bin so gegackert. Ich bin Nicole, schön, hallo, dass du da bist. Inga, ja, danke schön. Sind schon da? Ja, nein. Das ist aber schön hier. Also nach dem vorhin inoffiziellen Hallo jetzt ganz offiziell. Ich freue mich auf die nächsten interessanten Stunden mit euch zum Thema, wie man mit Männern spricht und was Männer wirklich wollen. Ich glaube, das ist ein Thema, das irgendwie jede Frau interessiert. Es ist kein Beziehungstraining, sondern es ist ein Kommunikationstraining. Und die Prinzipien, die ihr lernt, die könnt ihr anwenden im Business und privat. Sondern es geht einfach darum zu sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Es geht nicht darum, Strategien zu entwickeln, um abzuzocken und hochzukommen. Es geht echt darum, Situationen zu kreieren, wo alle gewinnen. Ja, und das ist letztendlich, was ein Coach macht. Und das ist letztendlich das, was funktioniert, wenn ihr mit Männern umgeht. Ihr müsst die coachen. Ja, ihr müsst sie akzeptieren, an die glauben, die ermutigen und ihr müsst klare Ansagen machen. Jeder Coach sagt genau, was er will und den Ball haust du jetzt in die Ecke. Ja, und dann wird er in die Ecke gehauen, dann kann man zusammen jubeln. Wir kommen jetzt zu den lang angekündigten Rollenspielen. Also, das ist letztendlich ist dann das Kopf. Nicole will, okay, dass ich eine reale Situation, die mir mit einem Mann passiert ist, nachspiele. Habt ihr alle gehört? Jetzt hätte ich gern, dass du dir unter den anderen Frauen hier eine aussuchst, die mit dir das Rollenspiel machen soll. Dann möchte ich das gerne mit dir machen. Sabine? Mhm, super. Dann bitte ich mal um Applaus für Sabine. Wir machen das jetzt so, dass du das genauso, wie du es in Erinnerung hast, wie du damals mit Axel gesprochen hast. Ring, ring. Axel? Ja, hallo, ich bin's. Na? Wie geht es dir? Mir geht's gut, und dir? Auch. Ich habe mir heute so ein bisschen Gedanken gemacht, ob wir vielleicht am Wochenende was machen wollen, ob wir vielleicht einfach mal 2 Tage wegfahren wollen, einmal raus aus der Stadt. Du, heute ist erst Dienstag und ja, es ist soweit, plane ich nie voraus und ich weiß nicht, ob ich noch was mit meinen Kumpels machen will. Können wir das nicht irgendwie Freitag besprechen? Es ist mir heute viel zu früh. Also ich weiß nicht mal noch, was ich morgen machen will. Was soll ich da wissen, was ich am Wochenende machen will? Aber du müsstest doch den Wunsch haben, mit mir deine Zeit zu verbringen am Wochenende, oder nicht? Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Das du weißt jetzt noch nicht, ob du deine Zeit mit mir verbringen möchtest. Das finde ich interessant. Doch, ich weiß nicht, ob du ein Fußballspiel ist am Samstag und vielleicht mit dich. Ja, aber wenn wir uns jetzt festlegen, dann ist ja nichts anderes mehr, sondern dann steht ja ein Plan und wir fahren weg. Das ist ja ganz einfach. Okay, wir machen mal jetzt den Stopp. War das ungefähr so? Also auch seine Reaktion war ungefähr so? Mhm.
kein leichtes Spiel, würde ich mal sagen. Okay, jetzt möchte ich gerne mal, dass ihr die Plätze tauscht. Genau. Ring, ring. Ja? Hi, hier ist Inga. Hallo, na? Du, hast du schon am Wochenende was vor? Keine Ahnung, es ist Dienstag. Du, aber ich plane jetzt fürs Wochenende und ich würde gern wissen, ob du Lust hast, mit mir was am Wochenende zu tun. Und nochmal, es ist Dienstag. Ich weiß nicht, was am Wochenende passiert. Es können ja auch noch, vielleicht habe ich auch Lust, mit meinen Jungs zu treffen. So. Also ich kann dir das heute wirklich nicht sagen. Also du willst mir sagen, dass dir die Jungs wichtiger sind als ich? Also willst du lieber mit denen was verbringen, die Zeit verbringen? Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich noch nicht weiß, was am Wochenende ist. Ja, willst du jetzt Zeit mit mir verbringen? Soll ich was planen? Okay, stopp. Ja, schön. Ne? Halte der zickigen Frau den Spiegel vor. Inga, wie war es gerade? Das ist als Axel zu hören. Ich bin selber auf Keks gegangen. Das ist unglaublich. Hast du den Druck gemerkt? Ja, also nervig. Nervig, ne? Also wie so ein Klotz am Bein. In Verbindung, erstmal anerkennen, schön ihn zu hören oder irgendwas, nicht direkt rein in das, ne? Ring, ring. Axel? Hallo, na? Hier ist Inga, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich sag's kurz, ich hätte wahnsinnig Lust, dich heute Abend zu sehen. Hast du Lust? Ich betone nochmal, ich hätte wahnsinnig Lust und die Betonung liegt auf Lust, dich zu sehen. Ja. Bist du noch dran? Ja. 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 Viermal ja heißt ja, ich komme vorbei. Ja, ich komme vorbei. Wann dann? So schnell wie möglich. Okay, ich bin schon unterwegs. Und vor allem, was bei dir absolut funktioniert, pack deinen Humor aus. Ja, genau. Aber viermal ja heißt ja. Ja. Das hast du ja schon. Das war ja. Dann, was auch genial war, war dieses möglichst schnell. Ja. Da ist es richtig aufgebrochen. Ja. Da war sie ganz klar, boah, ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Da sind wir wieder bei der Anerkennung, bei der Aufmerksamkeit. Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr das auch sagen. Wäre es nicht trotzdem noch was anderes, wenn man diese... wenn man das durchspielt und es würde wirklich ein Mann da sitzen? Das ist genau das Gleiche. Du gehst an eine Rolle und du empfindest das in dem Moment so. Und ich habe wirklich, ich lüge jetzt nicht, so viele 100 Rollenspiele gemacht, die 1:1 so gelaufen sind. Weißt du, in Vorbereitung, ob Gehaltsverhandlung, ob Gespräch mit Partner und ich kriege ja danach die Rückmeldung und die sagen, okay, ich habe es so gemacht und es hat genauso funktioniert. Ja, also, auf die Männer. Ja, auf die Männer. Rückblickend wundert mich das gar nicht mehr, dass das mit Axel damals nicht geklappt hat. Ich habe durch das Rollenspiel echt was über mich gelernt. Ich habe eine ganz schön fordernde Art an mir. Also ich fahre tatsächlich jetzt zurück nach Hamburg mit etwas mehr Weisheit in meinen Taschen. Ich habe ja vorher gedacht, ich lerne hier gar nichts und kommunizieren, das kann ich schon. Ich weiß für mich, wenn es darum geht, was Männer wollen, dass ich mein Kopfkino ausstellen muss und meine Erwartungen runterschrauben muss und stattdessen vielleicht mehr Energie in meinen Humor stecken sollte. Ich habe diese Woche versucht, drei Aspekten von dem, was Männer wollen könnten, auf die Schliche zu kommen. Aussehen, innere Werte und Kommunikation. Was Männer optisch und charakterlich wollen, ist sehr individuell, aber die Stellschraube, an der ich drehen kann, ist die Kommunikation. Ich kann nicht sagen, das wollen alle Männer, aber ich weiß, wie ich ab jetzt besser mit ihnen rede, damit ich in Zukunft endlich weiß, was sie wollen.